Hi Leute und willkommen auf dem Kanal von ATP Autoteile. Ja, heute gibt es von mir einmal eine Checklist für den Winter. Das heißt, was solltet ihr vor dem Herbst-Wintereinbruch einmal an eurem Fahrzeug durchchecken, sowie ein paar Tipps zu Fahren auf Eis und Schnee und auf laubnasser Fahrbahn. Viel Spaß in dem Video! Ja, der Oktober, der hat schon angeklopft. Das heißt für uns, Reifenwechsel umziehen auf Winterreifen. Die Faustregel, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, besagt von O bis O, das heißt von Oktober bis zu den Ostern. Wir haben in Deutschland aber keine generelle zeitlich begrenzte Winterreifenpflicht, sondern einfach eine Winterreifenpflicht, die der Wetterlage draußen anzupassen ist. Das heißt, wenn ihr bei Schnee und Eis mit Sommerreifen unterwegs seid, könnt ihr natürlich eine Verkehrsbehinderung darstellen. Das heißt, wenn ihr angehalten werdet, bekommt ihr definitiv ein Bußgeld. Und bei einem Unfall kann im schlimmsten Fall euch eine Teilschuld erreichen. Und somit kann die Versicherung dann sagen, nein, wir bezahlen diesen Schaden nicht. Darum auf jeden Fall immer der Wetterlage bedingt angepasst die Reifen wählen. Ansonsten, ja, am besten von O bis O. Ja, beim Reifenwechsel könnt ihr natürlich einmal euch die ganze Bremsanlage anschauen. Wenn die Reifen schon unten sind, habt ihr einen wunderbaren Blick darauf. Und schaut einfach, ob ihr schon einen leichten Grat an der Bremsscheibe merkt oder die Bremsklötze vielleicht sogar verschlissen sind, dann diese austauschen. Hier an diesem Fahrzeug brauche ich die Reifen nicht zu tauschen, denn hier haben wir Ganzjahresreifen, Allwetterreifen aufgezogen. Das heißt, hier führen wir erst einmal eine Sichtprüfung der Reifen durch. Wie ist die Profiltiefe? Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren? Müssen wir eventuell Spur einstellen? Das sieht hier alles soweit gut aus. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Profiltiefenmesser machen. Außerdem müssen wir uns hier einmal das Produktionsdatum der Reifen anschauen. Das steht immer hier in diesem kleinen Kästchen drin. Das sind vier Zahlen. Das steht eigentlich immer so drauf. Das bedeutet, hier wäre das in dem Fall Kalenderwoche 14 aus dem Jahr 2021. Das bedeutet, dieser Reifen ist aus dem letzten Jahr. Den können wir dann bedenkenlos über den Winter weiterfahren. Ab 6 Jahre sollte man die Reifen auf jeden Fall austauschen. Ja, der nächste Punkt, der gerade in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig ist, ist einmal ein Lichtcheck. Das bedeutet, einmal alle Lichter am Auto durchzutesten. Das macht ihr am besten zu zweit. Einer sitzt im Innenraum, betätigt sämtliche Lichter einmal durch. Der andere schaut, ob alles funktioniert. Und das sollte auf jeden Fall einmal durchgecheckt werden. Ja, der nächste Punkt wäre einmal die Scheiben sowie die Scheibenwischer zu kontrollieren. Als erstes prüfen wir die Frontscheibe hier einmal auf Steinschläge. Das ist gerade im Winter besonders wichtig, denn die Scheibe ist kalt im Innenraum, der wird beheizt. Das heißt, die Scheibe wird sowieso sehr beansprucht. Und wenn hier ein kleiner Steinschlag vorhanden ist, dann kann dieser kleine Steinschlag zum Bruch der Scheibe führen. Gerade bei kleinen Unebenheiten oder Löcher in der Fahrbahn geht das dann ganz schnell. Also darauf auf jeden Fall achten und die Scheibe frühzeitig dann einmal austauschen. Außerdem könnt ihr hier einmal die Scheibenwischer kontrollieren, wie die Wischerblätter noch sind. Schmieren die vielleicht sogar, dann sollten diese ausgetauscht werden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Wischerblätter nachzuschneiden. Dazu gibt es auch ein Video auf unserem Kanal, verlinke ich dir jetzt einmal hier oben im Eck. Ja, die Scheibenwischer sollten natürlich nicht nur vorne, sondern auch hinten kontrolliert werden. Hinten ist ein Steinschlag in der Scheibe natürlich eher unrealistisch, aber trotzdem einmal hier den Scheibenwischer anheben, sich anschauen, wie sieht das Wischerblatt noch aus, muss dies ausgetauscht werden, wenn ja, dann gleich austauschen. Ja, als vierter Punkt auf unserer Checklist steht einmal alle Flüssigkeiten zu kontrollieren. Das heißt einfach hier einmal die Motorhaube öffnen. Und dann sehen wir hier schon das erste Problem hier. Das solltet ihr gerade im Herbst des Öfteren mal machen. Das heißt hier das ganze Laub und der ganze Schmutz einmal aus dem Fahrzeug entfernen, aus dem Motorraum und alles sauber machen. Das solltet ihr definitiv öfters machen, denn hier im Wasserkasten sind rechts und links kleine Abläufe. Wenn diese durch Schmutz verstopft sind, kann es passieren, dass der Wasserkasten vollläuft und das Wasser in den Motorraum läuft. Und bei vielen Fahrzeugen sitzt genau in diesem Wasserkasten auch das Steuergerät. Und wenn das natürlich unter Wasser steht, habt ihr einen großen Schaden. Also darauf immer achten, dass dieser Bereich gesäubert wird. Ja, schwenken wir gleich einmal um hier zur Kühlflüssigkeit. Da könnt ihr hier den Deckel einmal öffnen. Natürlich Vorsicht, bei heißem Motor den Deckel natürlich nicht öffnen, sondern nur bei kalten, sonst besteht Verbrühungsgefahr. Und dann könnt ihr hier einmal mit einem solchen Frostschutzmittelprüfer den Frostschutzgehalt eures Kühlwassers messen. In dem Set ist eine Pimpette dabei. Einfach hier reingehen
euch etwas Flüssigkeit hier aus dem System heraussaugen. Das Ganze hier einmal auf die Fläche hier vorne auftragen. Das Ganze zuklappen und dann durchschauen. Ja, ich denke, so kann man das ganz gut erkennen. Ist etwas schwierig mit der Kamera das Ganze aufzunehmen. Wir sehen hier anhand der oberen blauen Wasserlinie, dass der Frostschutzgehalt bei diesem Auto bis minus 50 Grad gesetzt ist. Wir haben rechts und links eine Skala, wie ihr seht. Unten steht dann einmal Propylen und einmal Ethylen. Und je nachdem, welches Kühlmittel bei euch im Fahrzeug eingesetzt ist, müsst ihr dann dementsprechend die richtige Skala ablesen. Hier wäre es dann bis genau minus 50 Grad. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Wischwasser machen und die Batteriesäure messen, falls ihr noch eine Säurebatterie drin habt. Ja, ich würde sagen, hier passt dann der Frostschutzgehalt soweit. Ich denke, hier in Deutschland werden wir minus 50 Grad nicht unterschreiten. Das wird dicker ausreichen. Dann prüfen wir einmal den Wasserstand. Der ist hier auch auf Maximum. Das müsst ihr bei euch auch einmal ablesen. Und dann geht es zur nächsten Flüssigkeit, und zwar das Scheibenwischwasser. Im Sommer hat man generell anderes Wischwasser drin als im Winter. Das heißt, ohne hohen Frostschutzgehalt. Und das müsst ihr einmal überprüfen, falls der Frostschutzgehalt hier zu niedrig ist. Das könnt ihr auch mit diesem Teil machen, wie ihr gesehen habt. Müsst ihr das natürlich einmal verbrauchen, schnellstmöglich, und das Ganze dann einmal auffüllen gegen Wischwasser, das für den Winter geeignet ist. Das heißt mit einem hohen Frostschutzgehaltanteil, das heißt zum Beispiel bis minus 20 Grad. Das steht auch einmal auf den Flaschen drauf. Ja, zu guter Letzt prüfen wir einmal noch den Ölstand des Fahrzeugs. Gegebenenfalls machen wir natürlich einen Ölwechsel, wenn dieser fällig wäre. Ist hier gerade passiert. Das heißt, hier brauche ich den Ölstand nicht mehr nachzumessen. Das habe ich gerade erst gemacht. Ansonsten kann man sich hier noch den Stand der Bremsflüssigkeit anschauen. Am besten hier einfach aufdrehen, mit einer Lampe reinleuchten. Und dann kann man das ganz gut ablesen, gegebenenfalls hier halt nachfüllen. Hier gibt es auch Testgeräte, um den Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit zu messen. Muss man aber nicht unbedingt machen, wird bei der Inspektion des Fahrzeugs normalerweise immer mitgemacht. Ja, ansonsten hat man natürlich im Fahrzeug noch die Batterie sitzen, meist vorne im Motorraum oder hinten im Kofferraum. Diese könnt ihr auch einmal überprüfen, da gibt es auch spezielle Messgeräte, die brauche ich euch nicht zu zeigen, denn ich denke, für den Privatmann sind die eher unrentabel, da die recht teuer sind und darum für den Privatgebrauch eher ungeeignet. Aber generell kann man sagen, wenn ihr bei den aktuellen Temperaturen morgens, die aktuell so um die knapp 3 plus 4 Grad liegen, also knapp über dem Gefrierpunkt, und ihr habt da schon Probleme beim Starten, dass ihr merkt, das Fahrzeug quält sich schon, um anzuspringen, dann solltet ihr die Batterie auf jeden Fall austauschen gegen eine neue, denn sobald die Temperaturen noch etwas fallen, tötet das jede Batterie, die gerade etwas schwächelt. Darum auf jeden Fall frühzeitig darauf achten und frühzeitig austauschen, dass ihr später nicht morgens einmal stehen bleibt. Ja, kommen wir zum fünften und letzten Punkt auf unserer Winter-Checklist. Und zwar geht es hier um Zubehör, das im Winter definitiv ins Auto gehört. Und zwar haben wir hier einmal einen Eiskratzer, um die Scheibe freizukratzen. Hier beim Ford ist es eigentlich ganz cool, der hat eine Frontscheibenheizung. Da muss man nicht viel kratzen, aber trotzdem die Seitenscheiben, alles, die Spiegel müssen freigekratzt werden. Hier ist auch ein Besen integriert, ist, denke ich, auch eine ganz coole Lösung, so ein Teil. Denn das Auto muss im Winter bei Schneefall komplett vom Schnee befreit sein. Ich sehe immer wieder Leute, die sich hier ein Sichtfenster freikratzen, dann losfahren. Das ist natürlich im Schadensfall verhängnisvoll, denn da kann die Versicherung natürlich auch eine Teilschuld geben. Denn wir sind verpflichtet, einmal alle Scheiben komplett frei zu befreien von Eis und Schnee, sowie Dach und Scheinwerfer, alle Leuchtmittel, Motorhaube, muss alles komplett vom Schnee befreit sein. Und da eignet sich ein solcher Besen hier am Eiskratzer natürlich super dazu. Ja, wenn man nicht gerade hier einen Ford Kuga besitzt mit einer integrierten Frontscheibenheizung, macht sich ein solches Enteiserspray natürlich ganz gut. Einfach im Winter auf die vereiste Scheibe aufsprühen und schon könnt ihr das Ganze einmal wunderbar vom Eis befreien. Das ist, denke ich, eine ganz gute Lösung. Solltet ihr auf jeden Fall euch in den Kofferraum legen, denn da müsst ihr dann nicht unnötig viel rumkratzen. Das geht so dann einwandfrei. Ja, und als kleiner Tipp noch dazu.
Wenn ihr eine automatische Wischfunktion bei euch im Fahrzeug habt, wie das die meisten Fahrzeuge heutzutage haben, diese auf jeden Fall deaktivieren, gerade wenn die Scheibe vereist ist. Sollte diese nicht anspringen bei Zündung anmachen, denn die meisten starten ja das Fahrzeug, damit es im Innenraum schön warm wird, befreien dann die Scheiben von Eis. Und wenn ihr dann eine automatische einen Regensensor drin habt, eine automatische Wischfunktion, wird diese wahrscheinlich dann anspringen und ihr beschädigt euch die Scheibenwischblätter an dem Eis auf der Scheibe. Also darauf auf jeden Fall achten, dass ihr diese deaktiviert. Und ansonsten kann ich euch noch empfehlen, hier eine Gummipflege vor dem Winter aufzutragen. Da könnt ihr hier die Tierdichtungen damit einmal einreiben und gerade im Winter erhöht ihr somit die Lebensdauer der Dichtungen und die Tür kann auch nicht festfrieren. Ja, ein letzter Gegenstand, der definitiv nicht ins Auto gehört, sondern bei Frauen in die Handtasche oder bei Männern halt in die Jackentasche, ist ein solches Schlossenteiser-Spray. Das wird einfach hier dann ins Schloss eingesprüht. Viele ältere Fahrzeuge haben noch keine Funkfernbedienung zum Öffnen des Fahrzeugs, sondern müssen mit dem Schlüssel aufgesperrt werden. Und gerade im Winter neigt das Schloss dazu zu vereisen. Man bekommt das Fahrzeug nicht aufgesperrt. Darum hier ein solches Spray auf jeden Fall besorgen und da seid ihr auf jeden Fall für den Winter, denke ich, ganz gut gewappnet. Ja, zum Schluss dieses Videos habe ich noch ein paar Tipps für euch, wie ihr euch auf Schnee- und eisbedeckter Fahrbahn verhalten solltet, beziehungsweise auf laubnasser Fahrbahn hier jetzt im Herbst, denn nasse Fahrbahn, die mit Laub bedeckt ist, ist definitiv genauso glatt wie eine vereiste Fahrbahn. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall hektische Lenkbewegungen vermeiden. Wenn möglich, bei Fahrtantritt einen Bremsentest durchführen. Das heißt einfach leicht losfahren, schauen, dass hinter euch natürlich alles frei ist. Einmal eine Bremsung durchführen, um zu schauen, wie glatt ist es. Und dementsprechend einfach eure Geschwindigkeit anpassen. Und gerade wenn ihr merkt, das Fahrzeug bricht gerade in irgendeiner Art und Weise aus, ihr kommt ins Rutschen, keine hektischen Bewegungen am Steuer machen, sondern langsam dagegen lenken, langsam bremsen, vielleicht intervallweise sogar bremsen, sich auf das ESP und ABS verlassen, um durchdrehende Reifen beim Anfahren zum Beispiel zu vermeiden, im zweiten Gang anfahren, immer einen etwas höheren Gang wählen als normalerweise und somit habt ihr eigentlich immer ganz guten Grip und dann sollte das auf jeden Fall passen. Aufpassen müssen alle, die Heckantriebfahrzeuge verwenden, wie zum Beispiel Mercedes, BMW und so weiter. Die brechen sehr gerne bei Klette mal aus und ihr könnt euch für mehr Traktion etwas Gewicht in den Kofferraum verlegen. Einfach einen Sack Beton zum Beispiel hinten in den Kofferraum legen. Somit habt ihr etwas mehr Gewicht auf der Hinterachse und habt eine bessere Traktion. Ja, ansonsten kann man einfach nur sagen, den Witterungen angepasst fahren, wenn die Fahrbahn vereist ist, noch nicht geräumt ist, etwas langsamer fahren als normalerweise. Das Ganze natürlich einkalkulieren, damit ihr nicht zu spät auf die Arbeit kommt und nicht doch etwas in Hektik etwas mehr Gas gibt. Also einfach etwas früher aufstehen und dann sollte das auch kein Problem sein. Ja, für mehr solcher Videos abonniert natürlich gerne hier unseren Kanal von ATP Autoteile. Hier kommst du zum nächsten Video. Ich sag ciao, euer Dennis von Schrauber TV.